Es war für mich Adrenalin pur und ein Höhenflug. Ja, es war total faszinierend. Gleichzeitig war es aber auch für mich ein riesen Realitätsverlust. Also, man wird kontrolliert und auch ferngesteuert. Also ich bin zu diesem Spiel gekommen, weil meine Freunde immer davon geredet haben und ich wollte auch mal mitreden. Und dann wurde ich immer mit diesem Spiel halt zugespammt. Ich kam dazu, als ich YouTube geguckt habe und da kam eine Werbung, die hieß PlayChippers 911. PlayChipper 911. Kommuniziere mit Freunden auf der ganzen Welt. Bekomme immer die neuesten Informationen. Teile dein Leben mit anderen. 1,2 Milliarden begeisterte Nutzer. Entdecke dein Potenzial. Überwinde deine Grenzen. Nutze die Hilfe der Player. Chip deine Zukunft. Ja, also ich bin in einen Computerladen gegangen und wurde gechippt. Hier wurde ich gechippt und dann war ich automatisch in diesem Game mit dabei. Der Hauptteil, warum ich mir das eigentlich geholt habe, war, weil ich einen Monat kostenlos bekommen habe, aber weil da so ein gewissen Suchtfaktor dahinter ist, habe ich mir dann nochmal das Premium-Abo gekauft. Wenn man ein Premium-Abo hat, kann man immer auf die Hilfe der Player zugreifen. Sie helfen einem bei jeder Sache. Hallo Freunde, ich habe gerade einen Hilferuf von Ricolo bekommen. Mal schauen, was er geschrieben hat. Hilfe, ich brauche Hilfe bei Mathe. Okay, mal schauen, was er bis jetzt gemacht hat. Ach du Scheiße. Was macht er denn da? Ich glaube, er braucht wirklich Hilfe. Helf ich ihm mal schnell. Der Chip, oder halt wie ich kontrolliert wurde, hat mich bei vielen Sachen weitergeholfen, bei schulischen sowie auch bei körperlichen Aufgaben. Und war eine riesen Hilfestellung für mich. Los geht's! Und jetzt gib ihm zurück! Gib ihm zurück! Und nein, gib ihm! Nee, lass ihn ein bisschen! Was macht mit euch? Ich bin nicht so richtig, hab ich gesagt. Hey, wir stehen mal ganz kurz. Der Konzern hat die absolute Kontrolle über mich und über andere auch. Und es gibt Viren, die es dazu bringen, dass man gehackt werden kann. Ich wurde schon mal gehackt und kontrolliert. Und das war echt furchtbar für mich. Und dann habe ich mich an der Tanke aufgetankt. Ich bin auch nicht der Einzige, der schon mal gehackt wurde. Es gibt auch andere. Wenn ich nachts schlafe, kriege ich immer Träume davon, was alles passieren hätte können. Und es macht mir einfach Angst.